Der wird geflogen von Marito Marbach und es handelt sich hier um einen Militärtransporthelikopter. Es ist auch noch ein zweiter Helikopter in der Luft. Ist das ein Bell? Sehe ich das richtig so von der Silhouette? Ja, ich sehe, du machst Fortschritt, Bastel. Das ist ein Bell 205 UH1 mit dem Adrian mit Familie. Das ist ein Bell, das sind wir in der Luft. Da kommt die her. Hier zwei Posten sind in der Schweiz. Leider hat es kein Lohr, aber das ist ein Fach. Du hast nicht in der Schweiz und du hast nicht in der Schweiz. Das ist ein Lohr. Aber das ist ein Lohr, das ist ein Lohr. Aber das ist ein Lohr. Das ist ein Lohr. Das ist wirklich auch ein Lohr, wo der Handy und ein Gefälle, da ist ein Lohr, das ist ein Lohr, das ist ein Lohr, das ist ein Lohr, das ist ein Lohr. Ich habe gerade noch die Daten gegeben. Modell ist ein Bauplatz von Bagno. Der Flottorpreis ist 4,10 m. Und später wird die Heli von 12 Liter Lipo. Abgrundlich 8 Kilo. Aber wir werden die Lipo auch noch recht bauen. Und einmal so eine halbe Heli von 8 Kilo mit Lipo. Der Autobahnmeister von BNV-UH1 ist ein Meter 8, hat auch ein 12 Lipo Hackenmotor montiert und kriegt ein Begründer, ist 10 Kilo und 700 Gramm. Und die beiden Mannen von Lothärnischen machen eine Vorführung. Transportflow mit Begleitschutz und Klimakilo mit Rauch. Da gehen wir alle durch. Yeah.